Mein Name ist Daniel Lifestyle Domina, ich bin aus Köln angereist, um heute hier dabei zu sein bei der Sports of a Peace Night, organisiert von der PIX Agentur. Vielen lieben Dank für die Einladung, lieber Axel Kahn. Ich bin gespannt, wenn ich vor die Kamera bekomme, aber eins ist sicher, das erste Gefühl, was ich erlebe, ist Hollywood-reif. Wir sind natürlich überrascht über Frankfurt. Wir haben 600 Gäste, das ist der Wahnsinn. Julia Siegel steht gerade vor mir, ich bin gerade blind. Axel ist ein extrem guter Networker, bringt immer die richtigen Leute zusammen. Sehr, sehr herzlicher Mensch. Momentan noch ein bisschen hektisch, bis alle dann da sind. Und irgendwann mal so in zwei Stunden legt sich dann, dann ist auch ein Party-People. Ich lerne immer gerne Leute kennen. Und ja, es ist immer eine tolle Veranstaltung hier. Also ich finde es schön, auf so Events zu gehen, auch gerade vom Axel Kahn. Es ist ein Supermann, was er geschafft hat. Es ist einfach prominente Businessleute, Geschäftsleute, alle kommen zusammen, tauschen sich aus, machen Geschäfte. Ich habe ihm mein Projekt geschickt und es hat ihm gefallen und es hat viel mit einem Leben zu tun. Dann Ziele zu verwirklichen und Träume zu verwirklichen, das geht nur, wenn du an die Dinge glaubst. Und das ist eigentlich eine Botschaft, die wir mit Sports for Peace eben auch transportieren möchten. Wir haben gesprochen über dieses Thema und jetzt sind wir mitten im Projekt und präsentieren es heute Abend das erste Mal einer breiten Öffentlichkeit. Wichtig. Und ich, alte Oma, muss da erstmal mich einarbeiten. Wenn die Frage jetzt gerade eben war, wem dieser schöne Laden gehört, wir beiden haben den quasi eigenhändig gebaut. Ich meines Zeichens Architekt, mein Partner der Bauleiter und so haben wir in fast 8 Monaten das Projekt auf die Beine gestellt. Und sind natürlich super glücklich, dass wir solche Partys hier feiern können. Er macht so ein ganz tolles Network-Event, Frankfurt steht für Networking. Alle kommen nach Frankfurt, um Business zu machen, um andere kennenzulernen. Da passt PIX Launch natürlich wie die Faust aufs Auge. Wahnsinn, ich bin total zufrieden eigentlich, sagen wir, für die Resonanz, die wir haben. Und dann haben wir natürlich, sagen wir, unternehmerisch auch ein tolles Projekt vorgestellt mit Sports for Peace von Nastassja Kinski. Das war auch sehr überragend und die Leute haben einfach Spaß, ja, hier Networking zu machen auf unserer Plattform.